Ja, ich begrüße auch Sie. Ich begrüße Sie auch von meiner Seite ganz herzlich. Ich bin sehr froh, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, zu diesem wirklich, wie ich finde, spannenden Thema in dieser illustren Runde. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich hier bei Brigitte und Herrn Räuber mich anschließen darf, weil ich finde, dass das ganz hervorragend dazu passt, das Thema Giftschränke und das schwierige Erbe aus dem Dritten Reich von didaktischen Medien des FWU. Wir haben jetzt gerade eben ja schon einiges gehört von Giftschränken, was sich darin verbirgt oder verbergen kann. Und auf Twitter habe ich mit Freuden die Ankündigung gesehen, dass auch ich in die Giftschränke des FWU geguckt habe. Und um ehrlich zu sein und es gleich vorwegzunehmen, schön wär's. Ich habe die nämlich nicht gefunden, die Giftschränke, mit diesen ominösen Filmen aus dem Dritten Reich. Dazu muss ich ein kleines Stück ausholen. Wir kamen mit Paul Klimpel auf dieses Thema im Rahmen eines OER-Camps, wo wir uns mit Open Educational Resources auseinandergesetzt haben. Und ich habe ihm also erzählt, dass wir am FWU eine durchaus wechselvolle Geschichte haben, auf die wir zurückblicken können. Und dass ich in meiner Tätigkeit als Medienreferentin auch unter anderem mit dem Thema Propaganda im Dritten Reich zu tun hatte. Und so kamen wir ins Gespräch und ich habe ihm also erzählt, dass dieses Thema gar nicht mehr so einfach anzufassen war, denn zum einen war es so relativ leicht herauszufinden, dass das FWU also nicht erst 1950 gegründet wurde es, ich erzähle Ihnen gleich mehr dazu, sondern dass es natürlich eine Vorgängergeschichte hatte. Nun habe ich mich Anfang der Nullerjahre damals noch als Projektmitarbeiterin mit dem damaligen Referenten für Geschichte auf die Suche gemacht nach Materialien, die wir für diese DVD-Propaganda im Dritten Reich verwenden könnten. Und natürlich wollten wir auch FWU-Filme oder ehemalige RWU-Filme, wie sie damals hießen, verwenden. Und ich dachte mir damals schon, dass die ja wohl irgendwo sein müssen, im Archiv oder eben in einem schön verschlossenen Giftschrank, gerne auch irgendwo in dem Kellerraum. Und wir mussten dann also beide feststellen, der Kollege und ich, dass wir diesen Giftschrank nicht finden konnten. Deswegen ist dieses Thema von großer Relevanz, weil wir eben nicht im Zuge eines offenen Zugangs, eines freien Zugangs von einer Nutzung dieser Materialien sprechen können. Und die Relevanz des Themas möchte ich auch im Abschluss noch ein wenig illustrieren. Es handelt sich ja eben nicht einfach nur um Zeugnisse aus einer längst vergangenen Zeit, die man mit einer didaktischen DVD für den Schulgeschichtsunterricht abhandeln kann, sondern aus meiner Sicht ist es ja auch sehr zu überlegen, inwiefern man diese alten Filme, diese im fiktiven Giftschrank sich befindlichen Filme dann auch aufarbeiten muss. Ich habe Ihnen hier auf der ersten Folie bereits einen Screenshot eines dieser sogenannten Giftschrankfilme angebracht, auf den ich auch ganz kurz eingehen möchte. Es handelt sich hierbei um das Mädel im Landjahr. Und ich möchte Ihnen in einem nur ganz kurzen historischen Abriss auch erklären, wie es überhaupt zu diesen Giftschränken kam. Dazu ein ganz, ganz kurzer historischer Abriss. Ich habe Ihnen hier auf dieser Folie auch zu Illustrationszwecken die Logos der Vorgängerinstitutionen des FWU abgebildet. 1934 wurde also eine Reichsstelle für den Unterrichtsfilm gegründet, die RFDU. Sehen Sie hier ganz oben mit dem runden Logo, erinnert schon ganz stark an das heutige Logo, wenn man ehrlich ist. Und das ging aus der Weimarer Republik schon hervor, also die Idee, den Film als Unterrichtsmedium einzusetzen, war jetzt keine Idee des Nationalsozialismus, sondern hat sich durch die gesamte Weimarer Republik hindurchgezogen. Man hat das Ganze dann institutionalisiert, eben in dieser RFDU. Und man muss auch sagen, dass in den gesamten Jahren des Nationalsozialismus die RFDU und auch später RWU nicht dem Reichspropagandaministerium unterstellt war, sondern dem Erziehungsministerium. Das ist auch deswegen bemerkenswert, weil es durchaus eine Rolle spielt, wie man danach 1945 mit den kritischen Filmmaterialien umgegangen ist. 1940 wurde dann die RFDU in RWU umbenannt, die Umbenennung in Reichsanstalt für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht. Auch hier, wie gesagt, ganz unten, wenn Sie das vergleichen mit den Logos, man hat einfach nur das R mit dem F ausgetauscht und aus RWU wurde FWU. Dazu aber gleich. Im Dezember 1945
lag natürlich die RWU, wie der Rest von Deutschland, in Trümmern. Entscheidende Dokumente wurden leider auch durch Bombenangriffe vernichtet. Also man weiß aus dieser Zeit nur sehr begrenzt etwas über die Herstellung und über die didaktischen Ansätze der Filme, also über die Produktionsumstände. Aus den Resten hat man dann in der britischen Besatzungszone in Hamburg und in München in der amerikanischen Besatzungszone zwei Institute gegründet. Also das waren zwei Institute für den Unterrichtsfilm, IFDU in Kurzform, von denen im März 1950 das FWU mit Sitz in München gegründet wurde. Also das FWU, Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, das es bis heute gibt. Bemerkenswerterweise eben habe ich im Zuge meiner Recherchen jetzt auch für diese Veranstaltung eine Festschrift konsultiert, in der auch auf das NS-Erbe der FWU-Materialien eingegangen wird. Und tatsächlich wird mit keiner Silbe darauf abgehoben, dass es schon vor 1950 losging mit dieser Geschichte. Was geschah nun nach 1945? Man hatte ja eine ganze Menge von Filmen, die, auch wenn in Teilen die Dokumentation, die Unterlagen vernichtet worden waren durch die kriegerischen Geschehnisse, jede Menge Filme übrig. Und es war ja ganz im Interesse der Besatzungsmächte auch einigermaßen zügig die Arbeit an den Schulen unter anderem mit filmischem Material wieder aufzunehmen. Was war also zu tun? Man hat also begonnen, damals noch mit Sitz in Hamburg, dort lagerten die verbliebenen Filme ein. Und man hat sich also nach dem British Film Council Maßgaben damit auseinandergesetzt, wie denn nun diese RWU-Produktionen zu behandeln seien. Dabei wurden sie in verschiedene Kategorien eingeteilt und auch bearbeitet. Und es ist ja auch zu sagen, dass über 800.000 Filmrollen im gesamten Deutschen Reich in Umlauf gebracht worden waren an Filmen, die aus diesen Institutionen stammten. Also es war eine Menge zu tun. Über 300 unterschiedliche Produktionen waren es, nicht alle für die allgemeinbildenden Schulen, sondern auch für die beruflichen Schulen. Und diese Filme galt es also nun zu sichten und zu überarbeiten. In aller Kürze kann man sagen, dass von diesen über 300 Produktionen knapp 15%, das waren ungefähr 40 Filme, nicht mehr in den Verleih gebracht worden sind. Das waren also die Filme, die wir jetzt heutzutage als die Giftschrankfilme bezeichnen. Ich zeige Ihnen auch gleich noch ein paar Beispiele. Grund dafür war, dass es entweder Produktionen waren, die thematisch komplett ungeeignet waren, weil sie sich mit der Wehrmacht oder mit NS-Organisationen befassten, oder einfach so stark durchsetzt waren mit Nazi-Symbolen, dass sie auch nicht mehr durch Schnitte zu bereinigen waren. Die zweite Kategorie, knapp 10% dieser Filme, wurden eben mit Schnitten versehen oder auch teilweise nur mit neuen Titeln und wurden dann weiter in den Verleih gebracht. Und ca. 75%, also doch eine ganze Menge, wurden unverändert in den Verleih übernommen. Dabei handelte es sich größtenteils um Filme aus der Biologie, aus der Geografie, wobei das ja auch immer sehr mit Vorsicht zu genießen ist, weil ja gerade rassenkundliche Filme oder mit gesellschaftspolitischen Anschauungen versehenen Filme genau in diesen Fächern ja auch stattgefunden haben. Auf diese Art und Weise konnte man also bis 1948 eine einheitliche und zuverlässige Bereinigung des Filmbestands sicherstellen. Das sagte Fridolin Schmidt, das war der erste Leiter des FWU. Und eine kleine Auswahl dessen, was man sich darunter vorgestellt hat, was man hier bereinigt hat und wie das dann auch gesetzt hat, möchte ich hier nur ganz kurz illustrieren. Eine kleine Auswahl hier aus dem Giftschrank, wie gesagt, der Reichsarbeitsdienst, das Mädel im Landjahr, Kriegsflieger an der Westfront. Im Übrigen alles Filme, die auch durch weniges Googlen im Internet zu recherchieren und zu finden sind. Also auch käuflich erwerbbar auf irgendwelchen kruden russischen oder amerikanischen Seiten. Das ist alles kein Problem, so viel eben auch zum Thema, dass diese Filme ja schlicht in der Welt sind. Also es kommt unbedingt auf die Kontextualisierung an. Gesäuberte Filme
möchte ich Ihnen auch nur drei kurz vorstellen. Einer davon hieß Zeugen deutscher Vorzeit. Man hat einfach den Titel erneuert und der hieß nun Funde aus deutscher Vorzeit. Wesentlich prekärer das zweite Beispiel, der in der NS-Zeit Negerkinder hieß. Und ganz besonders schwierig war das rassistische Begleitmaterial, das also durchweg beseitigt worden ist und durch ein neues Begleitmaterial ersetzt wurde, ein neues Begleitheft und nun Kinder in Afrika hieß. Der war bis in die 70er Jahre in den Bildstellen im Verleih. Ein Film mit dem Titel Hochzeit am Tegernsee beschäftigte sich also mit den Gepflogenheiten der süddeutschen Traditionen. Dort wurden einfach Szenen aus dem Standesamt herausgeschnitten und damit auch NS-Symbolik. Und somit hat man auch diesen volkskundlichen Film weiter in den Verleih gebracht. Warum beschäftigt uns das heute einfach eigentlich noch und warum beschäftigt es mich? Warum finde ich, dass es ein wichtiges Thema ist? Diese Thematik bietet neue und alte Aufgaben für die Herausbildung von Medienkompetenz. Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass sich Lernende auch heutzutage mit diesen Filmen auseinandersetzen. Man muss auch sagen, dass eine Einordnung des Propagandabegriffs und eine Visualisierung durch die damals angewandten filmischen Techniken oftmals eine geradezu frappierende Ähnlichkeit haben mit aktuellen totalitären Regimen. Dazu würde ich gerne in der Vertiefungsrunde dann auch mit Ihnen noch diskutieren. Und sich daraus völlig neue pädagogisch-didaktische Fragestellungen auch ergeben. Also etwas sozusagen aufgrund seines Alters oder weil es nicht mehr aktuell erscheint, man muss ja auch sagen, die Filme an sich sind ja teilweise von gähnender Langeweile, also sie einfach vollumfänglich im Unterricht einzusetzen, das empfiehlt sich natürlich nicht, aber das, was wir jetzt auch immer schon gehört haben in den Vorträgen bisher, die Notwendigkeit einer historischen Kontextualisierung und einer kritischen Reflexion eben dieses Propagandabegriffs ist eine große Aufgabe, die man unter anderem auch mit diesen Filmen bestenfalls bewältigen und angehen könnte. Vielen Dank.